habe schon mal in die Dusche gedrückt. Ich höre gerne Dusche. Dann bitte ich euch, einmal hier rüber zu kommen. Da spielen wir dieses Spiel. Nehmt doch bitte eure Plätze ein. Ich möchte einmal dazu sagen, dass wir alle vor der Sendung getestet wurden. Und deswegen können wir uns hier in dieser Anordnung ein wenig näher kommen. Das stimmt. Und wir spielen jetzt Handschuhe. Okay. Aber Handschuhe einfach, weil es geil aussieht. Okay, ich sehe. Und auch, weil die Kugel sehr teuer ist und wir die nachher wieder umtauschen. Ah, alles klar. Wir, dabei ist sie nicht hinter dich oder so, ne? Könnte passieren in der Panik. Mach das bitte nicht. Ich erkläre kurz, worum es geht für den einen oder anderen, der es vielleicht noch nicht gesehen hat. Wir haben hier eine Bombe, das ist diese hier. Wir haben vor uns Fragen. Wir werden diese Fragen für uns verdeckt lesen und dann immer beantworten. Die Antworten laut sagen. Währenddessen geht die Bombe rum. Irgendwann platzt die Bombe und der oder diejenige, bei dem die Bombe platzt, muss dann auch die dazugehörige Frage verlesen und dann erst in der Gesamtheit ergibt es eine pikante Information. Verstehe. Ich möchte das eine nicht machen. Pikante Information. Ja, denke ich mal. Oder eine interessante Information. Wie man das so sagt, das ist Privatfernsehen für gleich geht's los. Es kann sein, dass wir eigentlich alle diese Sachen über uns wissen. Ist nicht ausgeschlossen. Du, wenn es zu pikant ist, steckst im Mund, kaust schnell runterschlucken, ist halt auch. Also es sind alles indiskrete Fragen. Komplett. Okay, super, ja. Ja, wir alles haben das hier klar. Schon gespielt mit Tokyo Hotel, mit Fettes Brot, mit den toten Hosen und also da kamen verschiedene Sachen raus. Ich kann mich erinnern. Na, weißt du noch, was bei den toten Hosen mit den Oliven passiert ist? Wer erinnert sich an die Geschichte mit den Oliven? So, Guck mal, du bist also, ein Bösartiger. Es wird eine indiskrete Frage werden. So, alles klar. Okay. Ich fange jetzt an. Bei mir geht es los und ich gebe es hier reihum. Ja? Mhm. So. Und wir machen mehrere Runden. Das und das hier so okay. ist okay. jetzt die erste und kurz fassen. Runde. Alles klar. Kurz fassen? Ja. 20.000. Ach, darum. Warte, okay. Ach, mir. Oh Gott. Oh Gott, ich weiß die Namen nicht. Es sind alles indiskrete Fragen, das ist das Spiel. Ach du Kacke. Was denn das? Das ist die Antwort. Ja. Ach du Kacke? Da gibt es. Mich zu Hause besucht. What? Ich darf nicht gucken. Ja, sag es doch. Ich sag ich. Gott sei Dank, doch nochmal. Das war noch Jess, ne? Ja. Das war ich nicht. Doch, ich habe noch keine Antwort gegeben. Ich habe noch keine Antwort gegeben. Nein, ich habe noch keine Antwort gegeben. Das geht erst, leider erst dann. Also du hast ja die Antwort gegeben. Das heißt, in dem Moment, wo hier diese drei Feuerlöscher losgegangen sind, hattest du das in der Hand. Deswegen, deine Antwort war ich. Ich habe meinen Anwalt backstage, den würde ich gerne mal zur Rate ziehen. Ja, Christian Scherz ist jede Woche hier, das ist nichts Neues. Nee, das ist nicht meiner. Aber okay. Was, ist meiner. Was war die Frage? Na klar, natürlich. Okay, dadurch, dass ich niemanden anschwärze, habe ich gesagt, welches New Angels-Mitglied kann am wenigsten tanzen? Ach, du. Bist du süß. Ja. Ach, du bist ja wirklich niedlich. Und wer, ist denn wirklich und wer ist es in echt? Wer ist es denn jetzt in echt? You will never know. Okay, na gut. So, aber die Runde 2 startet wieder bei mir. Manchmal ist die Bombe sehr sensibel, das und kann auch direkt bei mir losgehen. Und wenn ihr jetzt nicht schneller seid. Ja, klar. Runde 2. Darf ich schon gucken? Heike Makatsch 1997. Mensch, ich bin da haben wir nicht über Geld gesprochen. Oh. Nee. ESC. Oh. ESC? Mhm. Aha. Ja, ja, Brustalarm. Das war ja so klar. So, nochmal, ich habe die Antwort nicht verstanden. Was? Brustalarm. Brustalarm? Mhm. Ich glaube, ich kenne die Frage. Das war doch klar, dass dann die Bombe platzt. Das ist klar. So, was ist da, was war die Frage jetzt?
Was ist das Peinlichste, das dir je bei einem Auftritt passiert ist? Ja. Ach so, ja. Ist da der die Janet Jackson da ja, passiert? Aber das war eine wirklich lustige Geschichte, weil wir waren beim Le Mans-Rennen. Ja. Und im Publikum saßen wirklich ganz tolle Gäste, auch der spanische König. Ja, der fand das ja bestimmt nicht schlimm. Und er hat mich die ganze Zeit angeguckt, die ganze Zeit. Und ich dachte mir, ich bin so toll heute und so, ich mach das so gut. Ja. Ja, und irgendwann habe ich halt gesehen, dass so die eine Brust die ganze Zeit draußen war. Ja. Ja. Wir haben es nicht gesehen. Aber, ja. Wir spielen jetzt die nächste Runde. Ich fange wie immer an und los geht's. Diese Chips, hab vergessen, wie die heißen. Kesselchips? Nussflips? Pringles. Nussflips? Ralf Möller. Was? Ralf Möller. Ralf Möller. Der ist bald hier, soll ich was ausrichten? Ja, kannst du. Nächste Woche. Nächste Woche. Ja. Ach, der ist hier. Ja. Ich sag ihm ganz liebe Grüße. Ja. Ja, mach mal. Ich guck mir gleich die Frage an. Kann die mal schneller machen? Ich flippe gleich aus. Eigentlich keiner? Nee, keiner. Ja. Lucy. Die Frage kann man nicht mit keiner antworten, oder? Nee. Also hast doch. Doch, kann man. Du musst aber jetzt einmal die Frage mal sagen. Also, ja, wer musste am längsten zur 20-Jahre-Jubiläumssause überredet werden? Keiner. Nee, so. Tatsächlich keiner. Nee. So, tatsächlich keiner. Ja. Also ich habe jetzt überlegt, es war natürlich für Sandy zum Beispiel aus den ganzen logistischen Gründen am schwierigsten so zu... Hättest du ruhig sagen sich zu, ja, aber das war keine Überredung. Also sich zu entscheiden, wie man das Ganze packt, weil ihr Leben halt in L.A. ist. Ja. Meine ist in Bulgarien ein bisschen einfacher, nur 2000 Kilometer. Also was du sagen willst, ist, Sandy hatte keinen Bock eigentlich. Ja, wir haben mir eine Million gezahlt und auf den Tisch, und dann auf einmal doch Bock. Auf einmal doch Bock. Apropos, sag mal, guck mal, nächste Woche ist Ralf Möller hier, ne? Hollywood Terminator. Nee, wie heißt er? Bei Gladiator. Was macht denn jetzt deine Frage? Ja, das geht euch doch gar nichts an. Aber kannst du mir nicht... Gibt da mal einen Tipp? Nein, es geht Telefonnummern im Wieso? Wie, was? Sag mal! Telefonnummern im Handy. Die erfolgreichste Telefonnummer in deinem Handy. Erfolgreichste, also, ja. Das ist die Nummer von Ralf Möller? Also ich gucke mir die Frage später an, das klären wir online. Nicht so viele Promi-Kontakte. Ich sage jetzt erstmal herzlichen Dank soweit. Bleibt gerne noch hier, es passiert noch einiges hier bei Late Night Berlin. Aber das war Lass die Bombe platzen mit den No Angels. Ja. Ich habe schon